Hallo allerseits und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Wochentaroskop. Und wie ihr seht, bin ich heute wieder nicht live. Tatsächlich mit etwas Glück liege ich schon in der Sonne, denn ich werde ein paar Tage Urlaub machen. Und deshalb gibt es das heute noch einmal aus der Retorte. Aber wie ihr seht, ich habe im Hintergrund schon den Spirit Guide aufgestellt und diesmal habe ich wieder eine Karte genommen von Carrie Paris. Und ja, ich sehe gerade wieder, dass das hier nicht so gut aussieht, wie ich mir das wünsche. Ich muss noch einmal kurz abtauchen, Leute. So, yes, so ist das gleich viel besser. Und dieser Spirit Guide, den ich diese Woche gezogen habe, das ist, wie gesagt, aus dem Deck von Carrie Paris, Spirit Guide, Relative Tarot. Und es ist die Karte Delusion. Ja, Delusion ist so etwas wie Einbildung, Illusion. Und ich schaue mir diesen Menschen an, der da abgebildet ist. Und er schaut so in den Himmel. Das ist für mich so einer der Wissenschaftler, die vielleicht ja, im 18. Jahrhundert oder so, so ein bisschen sieht er ja auch aus, Uranus entdeckt haben oder andere Planeten dann und gesehen haben, dass das Weltbild, das vormals existierte, auf das wir uns seit dem Mittelalter verlassen haben, keine Bewandtnis mehr hatte. Und gleichzeitig, wie wir jetzt im 21. Jahrhundert feststellen, hat die Wissenschaft dann aber auch letztendlich nicht so viel mehr bewirkt. Naja, das können wir auch nicht sagen. Also die Wissenschaft hat schon sehr viel bewirkt, aber letztendlich ist doch einiges auch durch Wissenschaft nicht zu lösen. Das fällt mir bei der Karte ein. Astrologisch gesehen ist in der aktuellen Woche wirklich nichts los, deswegen würde ich jetzt diese Karte als wirklich als das Thema der kommenden Woche sehen und sagen, okay, achte darauf, wo du selbst der Illusion erliegst, dass du glaubst, alles zu wissen, alles zu verstehen und nimm dich ein bisschen zurück bei den Äußerungen, die du tätigst bezüglich deiner Sicherheiten, was Fakten und gesetzte Wahrheiten betrifft. Das ist jetzt erstmal das, was mir hauptsächlich dazu einfällt. In der Krebszeit, wir befinden uns ja gerade in der Krebszeit, da fällt man öfter mal Illusionen anheim. Und ja, von daher denke ich, das ist etwas, was du beherzigen solltest. Ich stelle gerade fest, dass ich hier noch nicht so ganz perfekt eingerichtet bin, denn ich möchte euch ja auch mit den Tierkreiszeichen erfreuen, mit den schönen Symbolen, die jetzt alle richtig sind und natürlich auch mit meiner Triangel. Ich werde jetzt einfach schon mal beginnen, durch den Tierkreis zu reisen und ich nehme heute noch einmal das wunderschöne Lifeline Tarot, was ich wirklich sehr, sehr schön finde, vom Thomas the Hermit. Und beginne einfach gleich einmal. Und stelle fest, dass ich in den rückläufigen Merkur noch nicht so ganz überwunden habe. Die erste Karte, die ich ziehe, ist für den Widder. Und yay, es ist eine sehr schöne Karte, wie ich finde, nämlich die 9 der Kelche. Lieber Widder, ich glaube, das hatten wir schon in der letzten Woche, aber auch in der kommenden Woche hast du die Erlaubnis, es dir gut gehen zu lassen. Venus ist jetzt ja wirklich gut im Löwen angekommen, bestrahlt dich positiv. Gibt dir Gelegenheit, dein Feuer, deine Leidenschaft zu leben und zu entflammen. Und Venus hat auch immer ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und ich frage mich, wenn ich die 9 der Kelche sehe, inwieweit du dir erlaubst, dich selbst lieb zu haben, dich für das anzunehmen, was du bist und dir selbst Genüge zu sein.
Es geht in der kommenden Woche nicht darum, irgendwelchen Menschen hinterher zu jagen und zu hoffen, dass sie dir ja, Liebe entgegenbringen, sondern dich mit der eigenen Wertigkeit zu beschäftigen und zuzulassen, dass du sehr, sehr viele tolle Dinge in dir trägst, die von dir gelebt werden müssen, möchten. Ja, und das finde ich ist eine wunderschöne Botschaft. Sie sagt, du musst gar nicht viel tun in der kommenden Woche. Bleib bei dir, genieße das, was du hast, jage nicht im Äußeren. Das kann natürlich eine Herausforderung für den Widder sein, aber ansonsten ist es eine echt coole Karte. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude damit, lieber Widder. Das ist meine Nachricht für dich. Die nächste Karte, die ich ziehe, ist für den Stier. Auch für dich, lieber Stier, nichts Neues aktuell. Wie gesagt, es ist nicht viel los am Horizont. Uranus ist der einstige Langsamläufer, der direktläufig ist und durch dein Zeichen läuft. Und ich glaube, ich habe auch für dich eine, nee, ich habe für dich eine andere Karte letzte Woche gezogen, eine Kelche-Karte fällt mir ein. Aber in der Kom dieser Woche habe ich für dich den Ritter der Münzen gezogen. Und der Ritter der Münzen ist auch eine wirklich, wirklich schöne Karte. Er sagt, das, was du jetzt langsam nach 3, 4 Jahren Uranus-Energie in deinem Zeichen erkennst, dass das das Neue ist, was es aufzubauen gilt, das sollst du jetzt wieder aufnehmen, wenn du die Dinge eine Weile hast schleifen lassen. Der Ritter der Münzen steht immer dafür, dass man etwas, ein Samenkorn in die Erde legt und es wachsen lässt, dass man anfängt, etwas Neues aufzubauen oder schon erste Ernte einzufahren. Und sieht so aus, als könntest du in der kommenden Woche da massiv vorangehen, ob das nun durch die Gründung von etwas ist, einer Familie oder einer Selbstständigkeit oder ein neuer Job oder ob es ein Hobby ist, das du ausbaust. Auf jeden Fall hast du hier eine sehr, sehr schöne, konstruktive Gelegenheit, etwas anzugehen und umzusetzen und dann langfristig, das liegt dir ja, für dich arbeiten zu lassen. Ja, das ist, was ich für dich für die kommende Woche wichtig finde. Meine Nachricht für dich. Und damit wünsche ich dir ganz viel Freude. Und schon bin ich bei den Zwillingen angelangt. Die Zwillinge, die hatten ja eine aufregende Zeit in den letzten Wochen. Jetzt kommt ihr langsam zur Ruhe, vor allem dadurch, dass wir jetzt wirklich mehr diese Krebsenergie haben. Und in der Tat ziehe ich auch gleich eine Krebskarte für euch. Ich glaube, es ist Skorpion im Krebs. Ich meine, Sonne im Skorpion ist das, nein, es ist gar nicht Krebs. Und die 7 der Kelche ist genau die Karte, die sehr gut zu dem Spirit Guide, zur Delusion passt. Und Zwillinge sind ja mit am anfälligsten für das Thema, alles durch Logik und Wissenschaftlichkeit begründen und erklären zu wollen, sehr faktenbasiert, sehr informiert. Aber es scheint in dieser Woche wichtig zu sein, lieber Zwilling, dass du emotional eine Entscheidung triffst, in welche Richtung du gehen möchtest. Es geht nicht darum, das mit Logik zu entscheiden und zu sagen, okay, Pros und Cons, sondern was ist es, was du jetzt wirklich willst? Was fühlst du? Was sagt dir dein Herz, das jetzt geschehen soll? Und ich weiß, das ist etwas, was Zwillinge gar nicht so gerne tun, das Herz entscheiden lassen. Aber in diesem Falle ist das wirklich wichtig. Versuche loszulassen, versuche den Kopf frei zu bekommen, meditiere vielleicht etwas und dann aus dem Bauch heraus eine Entscheidung zu treffen, die wichtig für dich ist. Dann gehst du sehr gut durch die kommende Woche, kannst diese gefühlvolle Krebsenergie mitnehmen. Ja, das halte ich für wichtig für dich und somit ist das meine Nachricht für dich, lieber Zwilling.
Ja, kommen wir zum Geburtstagskind. Ihr Krebse da draußen, ihr habt jetzt ja noch eine Weile Geburtstag. Der Steinbock-Vollmond vom letzten Donnerstag liegt hinter uns. Der Neumond, der wird erst in deinem Zeichen in der kommenden Woche stattfinden. Und von daher hast auch du jetzt gerade so ein bisschen Verschnaufpause, obwohl du und der Steinbock immer wieder die Zeichen seid, wo besonders viel Energie drauf liegt. Und ja, diese Verschnaufpause, die stellt sich dann auch in den Karten dar. Da habe ich die 10 der Kelche für dich gezogen. Die 10 der Kelche ist, wie alle Kelchekarten, eine Karte, die sich besonders stark auf die Emotionen bezieht. Und in diesem Falle geht es nicht so sehr darum, wie bei den Zwillingen eine emotionale Auswahl zu treffen, sondern bei dir geht es darum, dich frei zu machen von allen Wünschen und Vorstellungen, wie etwas zu sein hat und dich der Veränderung von Gefühlen hinzugeben. Eine 10, die steht immer dafür, dass sich das Rad des Lebens dreht und dass wir Dinge, die wir einmal hatten, nicht unbedingt mehr haben werden, nicht festhalten können vor allem. Und im emotionalen Bereich ist das natürlich ganz besonders so. Du als Krebs, du hast es natürlich gerne, dass die Dinge so sind, wie sie waren. Du bist ein sentimentales Wesen. Aber jetzt gerade auch mit dem neuen Jahr, deinem neuen Lebensjahr, solltest du zulassen, dass sich einiges in deinem Leben verändert hat und dass du jetzt die Chance bekommst, viele Dinge, die emotional in eine bestimmte Richtung gelaufen sind für dich, jetzt neu zu denken, neu zu drehen. Und das kann auch sehr, sehr spannend sein. Die 10 der Kelche sagt auch immer, dass es eine gute Zeit ist, mit deiner Community, mit deinem Tribe zu feiern, zu genießen und ja, da auch zuzulassen, dass die Menschen, die dich einen Weg begleitet haben, vielleicht jetzt gehen dürfen, weil ihr nicht mehr dieselben Dinge tut. Vielleicht intensiviert ihr aber auch eure Begegnungen und prinzipiell ist es wirklich eine gute Zeit, um emotional auszusortieren, was brauche ich jetzt nicht mehr und was brauche ich immer noch und was will ich, wen will ich neu in meinem Leben haben. Ja, diese schöne Karte ist meine Nachricht für dich, lieber Krebs, und ich wünsche dir eine wirklich schöne Geburtstagswoche. Der Löwe kommt als nächstes an die Reihe und du hast natürlich gerade eine wirklich tolle Zeit mit der Venus in deinem Zeichen. Da solltest du voll Selbstbewusstsein und Selbstwertigkeit nur so strotzen, Lebenslust feiern. Und die Karte, die ich für dich gezogen habe, das Ass der Münzen, sagt allerdings, dass du jetzt dich nicht ganz im Flirten und Spaß haben verlieren solltest, sondern du bekommst sehr, sehr gute Chancen in der kommenden Woche auch etwas Neues anzufangen. Das Ass der Münzen, das ich für dich gezogen habe, das steht oft für eine Chance, die du ergreifen kannst, ein Jobangebot, das Angebot, eine Beziehung zu verfestigen oder aber auch den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Das sind einige Beispiele, die da möglich sind, aber prinzipiell ist es erst einmal die Aufforderung, Dinge, die du in der Schwebe gelassen hast, die du gebrainstormt hast, über die du nachgedacht hast, die du diskutiert hast mit anderen, die konkret zu machen. Frage dich, was ist jetzt mein Herzensprojekt von all den Dingen, die ich gerne tun würde? Nimm es dir vor und setze einen ersten konkreten Schritt, ein erstes Zeichen, dass es das ist, was du materialisieren willst. Und dann machst du genau das Richtige in der kommenden Woche und kannst natürlich trotzdem Spaß haben, denn die Venus, die bleibt dir noch etwas erhalten. Das, mein lieber Löwe, ist meine Nachricht für dich. Ja, die Jungfrau kommt nun an die Reihe und ich bin mir sicher, du bist ja eins der Zeichen, die sich nicht so gerne durch Illusionen aufs Glatteis führen lässt. Ich wäre eine sehr
vernünftige Karte für dich ziehen. Und das habe ich tatsächlich auch getan, den König der Münzen. Schon wieder eine Münzkarte. Also heute ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass astrologisch gesehen es etwas ruhiger ist, wir jetzt Zeit haben, Dinge anzugehen, die ja, die in all dem Hin und Her der letzten Wochen nicht so möglich waren. Und du, liebe Jungfrau, bist dazu aufgefordert, Bestand aufzunehmen, was du alles im letzten halben Jahr so erreicht hast, deine Erfahrungen zu bündeln und dir zu überlegen, was du jetzt mit ihnen anfängst. Ein König, der kann sich nicht groß weiterentwickeln und ist daher immer die Aufforderung, nicht auf dem sitzen zu bleiben, was du dir erarbeitet hast, ob das nun im beruflichen Bereich ist oder im privaten, sondern dir zu überlegen, wie du deine Erfahrungen, die Sicherheiten, die du erworben hast, materiell wie auch ja, selbstwertig, jetzt umzusetzen in etwas Neues. Könntest dich also gut mit dem Löwen oder dem Stier zusammentun, denn die sind schon dabei, etwas Neues zu beginnen. Vielleicht kannst du auch jemanden sponsern, vielleicht wirst du auch gerade gesponsert. Auf jeden Fall ist das eine sehr profitable und gute Karte, wenn du den Mut hast, nicht nur immer das zu machen, was du im letzten halben Jahr getan hast, sondern dich gerade auch für den Herbst auf etwas Neues vorbereitest, also für die Zeit, in der du dann Geburtstag haben wirst. Es ist eine Erntedankkarte, der König der Münzen, und überleg dir, für was du dich bedanken kannst, aber dann investiere in etwas Neues. Und das, meine liebe Jungfrau, ist meine Nachricht für dich. Ja, und schon sind wir bei der Waage angelangt, und ob ich nun live bin oder nicht, ich muss jetzt einen Schluck trinken. Und ziehe dann aber auch gleich die Karte für die Waage. Und habe mal eine ganz andere Energie als bisher, nämlich den Narren, den ersten Trumpf dieser Woche und eine Karte, die sagt, dass du, liebe Waage, aufgefordert bist, in der kommenden Woche auch mal was zu riskieren. Was gibt es Neues, was du gerne erleben möchtest? Was möchtest du hinter dir lassen? Und vor allem, wo musst du mal wirklich über deinen Schatten springen, um etwas zu erreichen? Vielleicht geht es darum, mal selbst die Initiative in Sachen Liebe zu ergreifen. Vielleicht geht es auch darum, dich hinauszuwagen mit einer Nachricht an andere Menschen oder einen neuen Job zu beginnen. Du kannst sicher sein, dass wenn du jetzt den Sprung ins Unbekannte wagst, dir sich neue Türen öffnen, von denen du noch gar keine Ahnung hast, was sich hinter ihnen verbirgt. Und gleichzeitig ist es etwas, was du nicht unbedingt zurücknehmen kannst. Ich weiß, dass du dich nicht gerne entscheidest, das ist nicht so das Ding der Wagen, aber mit dem Narren ist es eigentlich wirklich an der Zeit, Altes, Bekanntes hinter dir zu lassen und in Neues aufzubrechen. Und sei mal ehrlich, da wo du jetzt bist, da langweilst du dich auch schon ein bisschen, und es wäre gar nicht so schlecht, etwas Neues anzugehen. Es ist eine Karte des Frohsinns, des Optimismus und des Feierns. Also komm, riskier etwas, spring und du wirst es nicht bereuen. Und das, meine liebe Waage, ist meine Nachricht für dich. Nun sind wir schon beim Skorpion gelandet. Und auch für dich ziehe ich sicher eine, ja, mein Gott, schon wieder eine Münzkarte. Für dich gibt es die 6 der Münzen, lieber Skorpion. Ja, wofür steht die 6 der Münzen? Sie steht für das Geben und Nehmen. Und immer wenn diese Karte fällt, sollten wir uns überlegen, ob wir gerade mehr auf der Geben- oder mehr auf der Nehmen-Seite des Lebens sind und was wir gerade geben wollen, wo wir gezwungen sind, etwas zu geben oder auch umgekehrt, was wir nehmen wollen oder wo wir gezwungen werden, etwas zu nehmen. Wichtig ist, dass das Geben und Nehmen im Ausgleich ist bei dieser Karte, und da bist du jetzt gefragt, dir zu überlegen, inwieweit du
dazu beitragen kannst, dass das in deinem Leben stärker ausgeglichen ist. Andererseits ist diese Karte eine super Teamkarte, die sagt, du bist gerade auf dem Weg, mit anderen Menschen etwas aufzubauen. Die musst du nicht lieb haben, ja, aber jeder und jede in deinem Team hat die Berechtigung, dabei zu sein, weil sie oder er bestimmte Kompetenzen hat, die gelebt werden wollen und die euch als Team bereichern. Und von daher, wenn du gerade dabei bist, etwas mit anderen Menschen zu machen, das kann in einer Partnerschaft sein, es kann auf der Arbeit sein oder ein anderes Projekt betreffen, dann ist das eine gute Sache. Investiere weiter in dieses Projekt und genieße, was dann dabei herauskommt. Das jedenfalls ist das, was ich besonders wichtig gerade für dich finde. Und somit meine Nachricht für dich für die kommende Woche. Ich wünsche dir viel Erfolg. Als nächstes kommt der Schütze dran und jetzt so langsam habe ich ja alle Erdkarten durch. Jetzt muss mal eine andere Karte her, finde ich. Und ich bin sehr gespannt, was ich ziehe. Yay! Wusste ich doch, der Schütze enttäuscht mich nicht. Ich habe den Magier für dich gezogen, lieber Schütze, liebe Schützin. Ja, der Magier steht auch für einen Neuanfang. Also wir haben diese Woche wirklich ganz viele Karten, die sagen, Neuanfang, Neuanfang, Neuanfang. Und das hat sicher mit diesem Steinbock-Vollmond zu tun, der nicht nur für dieses Jahr gilt, sondern eine Energie zum Abschluss gebracht hat, die schon ziemlich lange in uns allen arbeitet. Der Magier fordert dich dazu auf, etwas Neues zu riskieren, nicht ganz so wagemutig zu sein wie der Narr, den ich für die Waage gezogen habe. Aber auf jeden Fall das, was du so an Potenzial hast, wo du auch schon drüber länger nachgedacht hast, rauszulassen und damit etwas Neues zu beginnen. Der Magier ist ein super Unterstützer, wenn es um Bewerbungen geht, wenn es ums Schreiben geht und ums Kommunizieren im Allgemeinen. Aber er hilft dir auch bei jedem anderen Neuanfang, dich mit Charme und Werfe vorzustellen und durchzusetzen. Also genau das, was du eigentlich gerne hast. Der Magier ist auch ein sehr überzeugender Mensch. Und du hast in der kommenden Woche, abgesehen davon, dass du als Schütze ja sowieso sehr gut im Überzeugen bist, noch einmal richtig gute Chancen mit dem Magier, Menschen auf deine Seite zu bringen, Menschen von dem zu überzeugen, woran du glaubst. Denk allerdings daran, das habe ich schon bei deinem Gegenzeichen Zwilling gesagt, dass die Hauptkarte der Spirit Guide dieser Woche die Delusion ist, also die Illusion, die Versteigung in etwas, was vielleicht nicht real ist. Also schön auf dem Boden dessen bleiben, was tatsächlich möglich ist und nicht zu hoch fliegen. Das halte ich für eine sehr wichtige Nachricht für dich und ist daher das, was ich dir diese Woche zu sagen habe, lieber Schütze. Ups. Steinbock. Ja, du warst jetzt schon öfter Thema heute, denn der Vollmond im Steinbock am Donnerstag war so das letzte astrologische Highlight, was wir zu verzeichnen hatten. Und ich bin mir sicher, dass auch du eine Münzkarte ziehst. Mann, oh Mann. Also die Münzkarten habe ich jetzt wirklich durch. Aber ich habe eine sehr schöne Karte für dich gezogen, nämlich die Acht der Münzen. Und ich entsinne mich, dass wir letzte Woche für dich wieder eine Karte hatten, die etwas anstrengender war. Und ich glaube, es war sogar der Turm. Und du kannst jetzt alles aufbauen, was irgendwie kaputt gegangen ist oder was endlich frei geworden ist, nachdem bestimmte Dinge zum Einsturz gelangt sind. Der Vollmond im Steinbock, der hat da sicher etwas bei dir zum Ende gebracht. Und nun ist der Weg frei mit deinen wahren Talenten. Das ist die Karte des Talents, mit deinen wahren Talenten etwas anzufangen und aufzubauen. Dafür bedarf es der Disziplin, die du ja reichlich hast, und des ständigen Übens und des Präzisierens. Die Acht der Münzen steht dafür, dass ich die Vorgänge immer wiederhole, bis sie perfektioniert sind und bis sie einfach in
mir drin sind, dass ich sie gar nicht mehr bewusst mache, sondern dass sie unbewusst ablaufen. Und das ist etwas, was du in der kommenden Woche noch einmal dir vornehmen solltest. Wie gut kann ich das, was ich gerne machen möchte, tatsächlich im Schlaf? Und wie sehr ist es mir zu eigen geworden, obwohl es sowieso etwas ganz Persönliches ist, was ich da tue? Eine sehr schöne kreative Karte, von der ich mir sicher bin, dass sie dir gut gefällt als Steinbock und die dich durch die kommende Woche begleiten wird. Meine Nachricht für dich, lieber Steinbock. Wassermann kommt als nächstes dran. Ja, und im Wassermann ist weiterhin nur der Saturn rückläufig und das macht dich gerade etwas melancholisch, lieber Wassermann. Ich habe die Acht der Kelche für dich gezogen. Eine Karte, die sagt, dass du im Augenblick nicht so voll lebenslustig im Leben unterwegs bist, wie das dein Gegenzeichen Löwe ist, sondern dass du gerade emotional gesehen ein bisschen zur Ruhe kommen musst. Die Zwillinge, die ja auch ein Luftzeichen sind, hatten auch eine Karte, die Sieben der Kelche, wo es darum ging, mehr in die Emotion zu gehen. Und es scheint dir in der kommenden Woche gut zu tun, ein bisschen Abstand von dem Trubel da draußen zu nehmen. Es ist ja auch astrologisch gesehen nicht so viel los. Und bei dir alleine, mit dir alleine, zur Ruhe zu kommen und dir zu überlegen, was du jetzt eigentlich als nächstes machen möchtest. Die Acht der Kelche sagt immer, ich bin nicht wirklich angekommen in meinem Glück, in meiner Zufriedenheit, so wie das der Widder gerade zu sein scheint, sondern da ist etwas, was mir noch fehlt, emotional gesehen. Und je mehr ich mich in mich zurückziehe, in mich versenke und darüber nachdenke, was das sein könnte, umso schneller manifestiert es sich für mich. Also wie gesagt, es ist wichtig für dich in der kommenden Woche nicht zu so viele Partys zu machen, sondern ein bisschen bei dir zu sein und dir zu überlegen, was du brauchst. Das kannst du natürlich auch mit anderen Menschen, aber wenn dir der Sinn danach steht, alleine zu sein, dann hab kein schlechtes Gewissen. Tu es einfach und genieße das, denn es wird dir Antworten auf Fragen geben, die schon länger in dir arbeiten. Und das, mein lieber Wassermann, ist meine Nachricht für dich für die kommende Woche. Ja, zuletzt die Fische. Und ich bin natürlich immer sehr gespannt auf die Fische. Und auch da nichts Neues, ne? Also ich kann euch diese Woche nicht wirklich viel Neues verraten. Und das, was ich gerade über den Wassermann gesagt habe, wird bei den Fischen gesteigert. Den Eremiten habe ich gezogen. Ich bin ja im Urlaub. Ich finde das eine super Karte für den Urlaub, weil ich echt ein bisschen Ruhe gebrauchen kann nach all dem, was, obwohl wir im Lockdown waren, im letzten halben Jahr los war. Aber für alle, die jetzt gerade nicht im Urlaub sind, sagt der Eremit auch, es geht darum, dass wir erkennen, was wir wirklich brauchen und das nicht nur so ein bisschen kurzfristig, wie das bei dem Wassermann der Fall ist, sondern eher auf die lange Frist. Wo möchte ich in 10 Jahren sein? Wo möchte ich sein, wenn meine Kinder groß geworden sind? An was möchte ich erinnert werden? Und was möchte ich eigentlich anderen Menschen weitergeben? Das sind die großen Fragen, die der Eremit stellt. Und ich glaube, Fische haben viel Eremitisches. Der Eremit wird auch gerne mit dem Mystiker verglichen. Und es gilt also in der kommenden Woche, lieber Fisch, liebe Fischin, deine mystische Seite zu aktivieren und dich mit dem All-Eins zu verbinden und dort die Antworten herauszuziehen, die dir gerade wichtig sind. Ja, das ist eigentlich das, was ich am wichtigsten finde. So in der Zusammenschau gibt es einige Zeichen, die aufgefordert sind, aus dem Leben rauszugehen, ruhig zu sein, sich auszurichten auf einen Sinn.
dann gibt es andere Zeichen, die voll genießen sollen. Und du, lieber Fisch, du zählst leider zur ersteren Gruppe. Aber ich denke, dir liegt das eigentlich, das Zurückgezogensein und Nachdenken und Reflektieren und Träumen und Meditieren. Ich kann es nicht ändern, das ist meine Nachricht für dich. Und damit bin ich dann auch für heute fertig. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Taroskop, auch wenn ich es wieder mal nicht live machen kann. Ich werde wahrscheinlich in der kommenden Woche auch nicht live sein können, aber dann werde ich wieder regelmäßig live sein. Im Augenblick bin ich halt im Urlaubsmodus und ich gebe mir aber trotzdem Mühe, euch immer wieder über eure Wochenkarten zu informieren. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir ein Like da lasst oder einen Kommentar oder beides. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert oder mit anderen Leuten teilt, damit ihr die Menschen mitbekommen, was wir hier machen. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen eine wunderschöne Woche ohne astrologische Dramatik und mit viel Freude. Ob nun mit anderen Menschen oder mit dir selbst. Alles Gute und bis ganz, ganz bald. Macht's gut.